Ja, fuck, ich werde nicht so schnell sprechen können wie Nick Pötter, weil ich irgendwie noch keinen Kaffee hatte und noch ein bisschen im Gestern bin und irgendwie ist diese Nacht so in den Tag übergegangen und man weiß ja, wie man dann nicht mehr gucken kann, aber wow, what the fuck. Ich werde mein Bestes geben. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich weniger Slam-Texte geschrieben, dafür mehr Theaterstücke. Ich wurde letztes Jahr von einem Theater in Münster gefragt, Münster ist sehr spießig, ob ich nicht ein Stück schreiben könnte für die. Und ich meinte, wow, was für ein Stück. Und die meinten, ja, im Dezember machen wir Kindertheater, so Weihnachtstheater für Kinder. Ich so, wow, nee. Und dann meinte der Intendant, aber ja, du hast aber völlige künstlerische Freiheit. Ich so, ja, okay, geil. Und dann habe ich ein Stück geschrieben, habe ihm das geschickt als PDF und er rief drei Tage später sehr kleinlaut an und meinte, ah, Herr Strauß, nee, das können wir leider nicht machen. Und ich hatte vorher mit einem Typen vom WDR 5, also Radio, gequatscht, weil der meint, Münster ist mega spießig, die machen niemals was mit dir am Theater. Und ich habe ihm gesagt, doch, die wollen ein Stück von mir. Und dann musste ich ihn anrufen, nee, die nehmen doch kein Stück von mir. Und dann meinte er, ja komm, Andi, schick mir das. Wir machen ein Hörspiel raus und jagen das einfach durchs Radio. Dann hast du es nicht umsonst geschrieben. Und ich meinte, ja, geil, und ich schicke ihm das. Drei Stunden später ruft er an und meinte, Andi, nee, können wir leider nicht machen. Tut mir leid. Aber es gibt ja Tage wie heute. Ich lese den ersten Akt vor. Das Stück trägt den Titel Apokalypse Wow. Und den ersten Akt kann man sehr geil vorlesen, wie ich finde. Es sind halt hauptsächlich Telefonate. Und ich fange mit dem ersten Telefonat an. Bettenberger, Meier mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Hockley. Stan Hockley. Ich hab das Bett kaputt gebumst. Sie haben was? Das Bett. Ich hab das Bett kaputt gebumst. Bäm. Vor 4 Tagen bei Ihnen gekauft und bäm. Kaputt gebumst. Oh. Ja, also ist Ihnen der Lattenrost kaputt gegangen? Nein, das ganze Bett regelrecht kaputt gebumst. Überall Splitter, das glauben Sie gar nicht. Oh, okay. Ja, und das wollen Sie jetzt reklamieren? Wo denken Sie hin? Ich wollte lediglich ein bisschen angeben. Bye. Zweites Telefonat. Rezeption Hotel Süßnager, Sven Duschwanz am Apparat. Hi, oh. Ah, Zimmer 212. Herr Hockley, richtig. Oh, Hockley, yeah. Ja, wie kann ich Ihnen helfen, Herr Hockley? Oh, das Bett. Ja, bitte, was ist mit Ihrem Bett? Ist irgendwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit? Ich hab es kaputt gebumst. Sie haben was? Ich habe das Bett kaputt gebumst. Oh Gott, ich werde umgehend jemanden vom Zimmerservice schicken. Das geht nicht. Wieso? Hab ich auch kaputt gebumst. Drittes Telefonat. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Sven Duschwanz vom Hotel Süßnager. Es hat einen schrecklichen Vorfall gegeben, eine Person aus dem Zimmerservice ist. Sie ist, beruhigen Sie sich, Herr Süßnager. Duschwanz! Wollen Sie mich beleidigen? Nein, mein Name ist Duschwanz vom Hotel Süßnager. Ah, Duschwanz, ja, Verzeihung. Ist auch für mich die 8. Stunde heute. Wir haben einen neuen Nachbarn im Haus, wohnt direkt über uns und gibt einfach keine Ruhe nachts. Das ist er! Wie kommen Sie in die Telefonleitung? Das Netz! Ich hab das Telefonnetz kaputt gebumst! Sie haben was bei? Oh mein Gott, wo ist der? Ich hab keine Ahnung. Viertes Telefonat. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Bettenberger, Koboldstraße 17, kommen Sie schnell vorbei. Hier ist ein Wahnsinniger und bumst alle Betten kaputt. Völliges Chaos, überall Holzsplitter, Daunen, Maden und Getier. Es spritzt wie wild, wir brauchen die GSG 9. Hi. Geben Sie mir den Hörer wieder. Was machen Sie denn da? Oh nein, jetzt fickt er die Wasserbetten kaputt. Eins nach dem anderen, der Wasserstand steigt bedrohlich. Schicken Sie Rettungsboote, um Himmels Willen. Ich hab doch nicht mal Seepferdchen, verdammt. Der Damm bricht! Später am Abend im Fernsehen. Ich
Also das sollte die Tagesschau-Melodie sein. Ich kann die nur nicht auswendig. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Gelsenkirchener Innenstadt ist es heute zu einem Zwischenfall gekommen. Ein scheinbar geistig verwirrter Mann hat in einem Bettengeschäft sämtliche Schlafmöglichkeiten kaputt gebumst. Darunter zahlreiche Wasserbetten. Augenzeugen zufolge soll durch eine Flutwelle ausgelöst worden sein, die noch in Gladbeck, Herne, Wattenscheid und Essen erhebliche Schäden anrichtete. Zahlreiche Helfer sind in Einsatz, um in den teilweise völlig verwüsteten Regionen nach Überlebenden zu suchen. Die Stromversorgung sei nach Angaben des technischen Hilfswerks mittlerweile wieder stabil. Probleme gibt es nur noch mit dem Telefonnetz. Ob es sich bei dem Täter um einen Einzeltäter handelt oder ob er Teil des islamistischen Terrornetzwerkes IS ist, darüber besteht von offizieller Seite noch Uneinigkeit. Sehen wir nun ein Interview mit dem Gelsenkirchener Oberbürgermeister Stan Hawkley. Hi, oh. Irgendjemand hat Teile vom Ruhrgebiet kaputt gebumst. Der Lümmel! Na, wenn wir den kriegen, dann bumsen wir zurück. Vielen Dank. Aus Hamburg, der letzte Starter, Andi Strauß. Wir brauchen...